Neue, als wenn er einfach weg ist, ja? Oder hat er oder redet er mit Leuten? Ich glaube, nach dem Heli hier kann ich mir denken, was passiert ist, ja? Hallo? Der, wo bist du? Ja, ich stecke hier fest. Wo steckst du fest? Ich habe schon die Feuer... Ja, im Gebäude. Hier, Tür abgeschlossen. Oh, deswegen fliegt ja auch der Helikopter rum. Ja, ich habe schon die Feuerwehr gerufen. Die kommen jetzt mit einem Einsatzwagen. Ja, nee, die sind gerade im Helikopter hergeflogen. Ja, ich weiß. Ich habe denen gesagt, das bringt nichts. Ich brauche einen Feuerwehrwagen. Und wo genau? Drinnen, ja? Genau über dir jetzt. Siehst du mich? Ich sehe dich. Ich hab dich anrennen sehen kommen. Ja, das hier, genau über dir. Über am Eingang bin ich jetzt. Bin ich jetzt nicht so witzig, aber fick dich. Geh nochmal ins Fenster. Siehst du mich? Ja. Geil, ne? Aber der kann auch fahren, ey. Das Quad ist aber auch der Knaller einfach. Normal, der geht richtig. Eigentlich sollten wir alle Quads haben. Das macht, weißt du? Kosten die viel? Nö, 16. Das geht voll. Ja, mit Tuning dann 20 so. Was für eine... Bisschen Hartz IV noch, Digga, kann ich mir auch kaufen. Bisschen, noch so 100 Tage, ne? Ja, ein bisschen, ne? In 3 Monaten kann ich mir das dann kaufen. Ja, ich hab der G-Unit Bescheid gegeben, wenn die Tiefen kriegen wir noch. Ey, der Verkehr ist heute böse. Wo ist Frank? Und? Der ist, glaube ich, eben ausgestiegen. Digga, ey, schieß! Missgeburt! Digga, hast du erst auf mich geschossen, Mann? Das ist mein Name. Also bist du nicht hässlich? Nein, ich bin hässlich mit Name, ja, aber ich bin nicht hässlich. Ja, aber da bist du doch hässlich. Ja, aber ich bin nur hässlich mit Name. Ja, du musst dich schon entscheiden. Entweder bist du hässlich oder du bist nicht hässlich. Entscheiden? Hässlich oder hässlich? Entscheiden. Ja, ich bin... Du musst dich entscheiden. Ja, ich bin hässlich. Du hast deine Wahl. Digga! Nicht sollten wir alle Quatsch haben. Er hat einfach einen Stirnacken. Wie kann man nur... Wie kann man... Oh, also... Digga, ich hab mich im Gesicht verletzt, ja? Oh, das wäre so gut, wenn du eine OP kriegst. Vielleicht ist da noch was raus, so, was deine Hässigen... Was passiert, Alter, hä? Keine Ahnung. So unglaublich hässlich, ne? Was hat er gemacht? Der ist richtig durchgedreht, der hat die Tür abgetreten. Ich kann ja nichts für, das Quad ist was, ich schwör's dir. Er meinte, wie oft soll ich noch die Scheißkiste reparieren? Ich glaub, der hat keinen Bock mehr. Der repariert den mehr als er fährt, Digga. Ich kann nicht mehr, dieser Otto, Alter. Ja. Ihr seid doch vom, Jack-In, ne? Nee, oder? Nee, nicht mehr. Nee, nicht okay. Das haben wir aufgegeben, da sind zu viele Fotzen unterwegs. Nein. Nee, das meinst du. Bitches. Ja, alles das Gleiche, Mann. Ja, ja, ja. Ich will ja nicht mit dem Finger zeigen und sagen, hab ich's dir nicht gesagt. Ja, aber... ja, alles gut. War mir so klar, dass du da reinrutschst. Na, aber jetzt haben wir eine Vertrauensbasis. Wenn ich das nächste Mal was zu dir sage, zögerst du wahrscheinlich nicht mehr. Ja, naja, gut, das war mir da ja schon klar. Aber wenn ich was sage, mach ich das einmal dein Wort und so. Gerade von einer Frau muss man danach sein Wort halten. Das hat auch damit nichts zu tun. Hi, was geht? Muss man immer halten. Grüß dich, Schätzchen. So, was wollte ich nochmal? Ja. Geschäftspartner. Wieso? Arme, sorry. Der breite Arm. Ja. Wer kennt ihn nicht? Vom Naseputzen. Das liegt mit einem breiten dritten Bein, Alter. Wie meinst du das? Ich hab nur 2 Beine. Das ist das, was hinten so am Sitz sticht. Roll mal wieder ein, Alter. Warte, ich leg's über die Schulter, ja? Oh, wir haben eine Frau immer in dem Auto, Bruder, das kannst du nicht machen. Du willst nicht, dass ich meine Maske abnehme. Warum? Das Ding ist, Digga, was für ein Auftrag, davon weiß ich nichts. Pass mal auf, du hast mir gerade gesagt, du hättest gerne so Asiatin mit Körbchengröße C. Und als ich dich gefragt habe... und jetzt pass auf. Der lügt. Das ist ja Scheiße. Wow, was ich? Und als ich dich gefragt habe... ja? Ob eine Überraschungstüte irrelevant ist, hast du gesagt ja. Und jetzt... Komm mit.
Ja, versprochen. Hol dir das, was du wolltest. Und so. Ja, auseinandergenommen, Rip von. Ist ja auch was von euch dabei? Ich liebe Rato bei Nanako. Das war die erste. Ich scheiß ab, ja, Alter. Das war die erste. Nee, ja, super. Ich hab dir gesagt, eine. Ach so, also warte mal, ich darf mir jetzt zwischen den ganzen eine aussuchen oder ist das. Nee, das ist jetzt dein Herzblatt. Also warte mal, wenn das wie bei Finder ist, dann will ich auf das X drücken. Oh, bist aber gemein. Oh. Ey, das ist aber nicht nett. Oh, geil. Ich geb um. Du musst noch Japanisch reden. Wie wär's denn mit dir? Ja, hallo, freut mich. Ich bin. Genau. Oh mein Gott. Wie lange warst du weg? Alter, weißt du, ich war die ganze Woche. Ich war die ganze Woche krank, Mann. Wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg, Digga. Aber im richtigen Krieg. Wenn wir die sehen, schießen wir. Wenn die uns sehen, schießen die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Also da muss man sich halt ein paar Sachen überlegen. Was denn? El Diablo Shield. Was? Gott, bist du hässlich, Digga. Sag mir mal, wer ist die Schönheit hier neben mir? Oder Fahrer? Hey, die hängen wir sowieso nicht ab, Digga. Wieso? Wir haben doch eh nichts dabei, oder? Scheiß drauf, Aaron. Oh, Tim, Bruder, gesagt. Digga, was fucken die denn im Abbahn? Ja, Tim, was gesagt. Achso. Jo. Danke Motor fürs hinten reinfahren. Motor aus. Was sollen wir jetzt machen? Der Fahrer steigt aus dem Fahrzeug aus. Und geht vor das Fahrzeug. Der engelsgleiche Stimme, das klingt nach Herrn Weiß. Ah, ich brauch einmal die PT-Nummer, damit ich halt wegen Sachschaden. Moin. Moin. Was zur Hölle habt ihr hier gemacht? Warum seid ihr durch die Gegend gerast, Mann? Gute Frage. Einmal den Ausweis, bitte. Aber selbstverständlich. Boah, He-Man ist auch wieder da! Ich hab ein Déjà-vu. Bitte. Haben sie uns nicht gehört? Wo ist der andere Wagen hin? Nee, wir haben sie echt überhaupt gar nicht wahrgenommen. Welcher Wagen denn? Ich hab sie erst wahrgenommen, weil sie ganz dicht an mir dran waren und dann hinten reingeknallt sind. Der andere Wagen, mit dem sie gerade gefahren sind. Gaya Brooks, sind Sie der Halter des Fahrzeugs? Ja. Gut, drehen Sie mal Ihr Gesicht Richtung Motor ab und machen Sie mal die Arme hoch. Aber selbstverständlich. Nummer 3, Alter, innerhalb von einer Stunde, glaube ich. So, Beifahrer, einmal bitte aussteigen. Klar. Einmal bitte den Ausweis, Sir. Bitteschön. Late Winkel. Richtig. Ihr Gesicht Richtung Fahrzeug drehen und bitte einmal die Arme rummachen. Gibt das Gründe? Allgemeine Verkehrskontrolle, beziehungsweise sind gefahren wie eine besenkte Sau. Ich bin noch nicht gefahren. Ja, sind aber mitgefahren. Können Sie jetzt Ihr Gesicht Richtung Motorhaube drehen oder soll ich Ihnen nachhelfen? Also, der Herr, an der Grenzkontrolle verstehe ich das, aber in der Verkehrskontrolle verstehe ich das nicht. Sie wollen jetzt also diskutieren? Ja. Beschweren Sie sich danach gerne bei meinem Vorgesetzten. Drehen Sie sich jetzt bitte Richtung Fahrzeug und heben Sie die Arme. Gut, dann hätte ich gleich gerne Ihre Dienstnummer. PD 99. Ach so, ach, ich weiß, was Sie gemacht haben. Kann ich mir schon denken, die haben das ganze Zeug besorgt, um den Typen da zu bestechen, ne? So, das kann sein. Deswegen, naja. Kann ich mir fast denken, aber trotzdem, dieses ganze Herumgefahr war schon komisch. Wer hat da hinten jetzt hinter uns? Ich ruf mal kurz an. Nein, nicht reinfahren, wieder, nicht reinfahren. Wieder hier vorne wieder. Jo. Warte mal, Sekunde. Komm mal zu der Tanke hier. Achso, ihr seid wieder vor uns. Ja, aber der Typ ist angehalten, ist wieder umgedreht, ne? Ja, scheiß auf ihn. Okay. Muss ich ficken. Musst du tanken? Ja, geht noch. Oh.
Wirklich jetzt? Alter. Abend. Abend. Er grüßt die. Das ist ein Kuruma? Dann nein? Wieso? Ihrer Rechten vielleicht, ja. Können Sie kurz vorm Gas gehen, bitte? Wer jetzt? Was können wir denn tun? Wir können einfach mal eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Das ist nicht Ihr Scheiß Ernst. Das ist die vierte innerhalb von einer Stunde. Ja, und wenn es die fünfte wäre? Boah, ja, das geht mir langsam so auf den Sack, Alter. Das kann nicht wahr sein. Könnte der Herr mit dem weißen Pulli einmal zu mir kommen? Der Herr mit dem blauen Helm einmal kurz stehen bleiben. Eine Begründung für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, weil ist das schon fast Schikane, deswegen frage ich einfach mal. So. Was hat das mit Schikane zu tun? Weil die Sheriffs uns schon viermal kontrolliert haben in letzter Stunde, deswegen. Ja, ich hoffe nicht. Ach so, na gut. Ja, was kann ich da für sie tun? Digga, das sind so eine Hunde, Digga, die hauen immer ab, Digga. Wir werden kontrolliert, die hauen ab. Ja, den kriegen sie. Zu besorgen, weil den Kumpel hat. Hier bitte mein Führerschein. Oh, hier, bitte. Herr Brooks. Und einmal hier, bitte. Verbandskasten haben Sie im Kofferraum? Den habe ich tatsächlich bei mir bei. Ja, aber ja. Keine Ahnung. Okay. Gibt's nicht irgendwie ein nacktes Thema, wo da drin steht so? Und wenn, hätte ich auch einen. Nee, müssen wir ja nicht. Was jetzt schon wieder da? Ja, die fünfte. Okay, ja, innerhalb von Kontrolle. Was ist denn jetzt los, Digga? Alter. Ja. Helikopter? So schlimm? Digga! Bin ich so ja, hässlich oder was? Sochten schon wieder, Digga. Kann ich jetzt weiterfahren? Oder? Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los, Digga? Ich meine hier so mit Helikopter und sonst. Was ist denn mit euch? Ich spiel das einfach mal kurz. Ich habe keine Waffe mehr dabei. Digga, was ist denn hier falsch gelaufen? Sonst habe ich nichts in der Tasche. Sie können mich gerne durchsuchen. Okay. Oder da. Ist das eine allgemeine Verkehrskontrolle? Ja. Haben Sie irgendwelche Waffen bei sich? Ja, nein. Jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, auch bis jetzt. Sind Sie da sicher? Ja. Ja, dann dürfen wir Sie trotzdem einmal abtasten? Nein. Warum? Darum. Ja, wir können es doch ganz anders machen. Dann holen wir noch mehr Kollegen dazu. Verständnisfrage, okay. Wie oft am Tag darf man ungefähr abgetastet werden? Oder ist das hier im Start normal, dass das ungefähr 6-7 Mal passiert? Achso, und ich wollte mal fragen. Nee, ernsthaft meine Frage. Ja. Also warte mal, wo fängt denn die Intimsphäre eines Bürgers hier an? Also das ist jetzt das vierte Mal, dass wir heute in einer Kontrolle sind. Was macht uns so aggressiv aussehend, dass wir jedes Mal abgetastet werden? Ja, nix. Ja, aber es ist doch Schikane. Persönlich. Na, dann müsst ihr doch mal anfangen, euch Notizen zu machen von den Leuten, die ihr kontrolliert. Dann seht ihr selber auch mal, wen ihr am Tag 4, 5, 6 Mal anhaltet. Und zudem würde ich auch gerne was einwerfen. Die Polizei darf bei begründetem Verdacht uns durchsuchen. Bei begründetem Verdacht, eine allgemeine Verkehrskontrolle ist kein begründeter Verdacht. Das ist nur ist eine richtig. Kontrolle. Also gibt's denn einen Verdacht? Klar, aber das ist halt trotzdem. Das ist das Problem. Ja. Wo ist der Verdacht? Der Verdacht. Der Verdacht, ja. Der besteht für die Kontrolle. Moment. Für die Durchsuchung, meine ich. Ja, Moment. Ja. Sie waren nicht zufällig gerade bei Rupert in der Halle. Nein. Nein. Hä? Ist nur blöd, dass jemand von uns sie dabei gesehen hat. Ja, genau. Richtig. Ja. Das macht ihn verdächtig. Ja. Ja, eine kurze Frage. Wieso, warum macht ihn das denn verdächtig? Wenn der Typ da drinnen verdächtig ist, wieso nimmt ihr ihn denn nicht fest? Warum steht denn der da?